Leute, Zeppelin hier. Heute geht es mal um was, was mich ziemlich hart verwirrt. Und zwar solche Kontroversen. Ich nehme jetzt einfach mal Hespern Hotel als Beispiel. Das trifft auf viele Shows zu. Ich will die jetzt noch nicht alle nennen. Und zwar folgende Situation: Ihr habt einen bösen Charakter und der ist entweder schwul oder der sagt irgendwas schwulfeindliches oder so ein Scheiß. In dem Fall halt eine Patientin, ne, die sind halt wirklich in der Show, ne, in der Hölle. Es geht darum, dass die in der Hölle sind und Leute beschweren sich darüber, wenn einer der bösesten Charaktere aus dieser gesamten Show da einfach einen schwulenfeindlichen Witz ablässt. So, das ist für mich sinnlos. Oder ein Schurke irgendwas schwulenfeindliches oder weiß was ich, leicht rassistisches oder so ein Shit sagt. So. Klar. Ne, Rassismus ist eher weniger nice, aber trotzdem, es macht für mich keinen Sinn. Das sind böse Charaktere. Die sollen böse Dinge sagen. Das ist der Sinn der Sache. Aber anscheinend sind einige Leute zu geistig fucking nochmal behindert, um diesen Scheiß zu verstehen. Naja, es ist halt einfach für mich ein bisschen geistig behindert, aber. Ne? Es ist halt irgendwo auch so die Natur davon, dass ich einfach nur auf Twitter bin und besonders Twitter halt diese toxische Community hat. Aber auch allgemein kommen andauernd solche Dinger raus von irgendwie amerikanischen Medien, die so zum Beispiel Fox News hat es letztens gemacht, so wie es neue South Park Staffel ist, wo ich das aufnehme, vom Plagen rausgekommen und kam dann halt bei denen, glaube ich, soweit ich weiß, oder Vice Magazine oder irgendeiner dieser amerikanischen Medien. South Park macht einen rassistischen Witz und das ist nicht witzig. Ja, no shit, Sherlock, das ist South Park. Die sind darauf aufgebaut, zu fucking nochmal polarisieren und einfach fucking nochmal nicht der Norm zu entsprechen. Das ist der Sinn von South Park. Aber einige Leute checken das nicht. Naja, trotzdem. Ja, das war jetzt alles. Haut rein. Bleibt toxisch. Deabonniert mich, disliked mich, entbimmelt die Glocke und was soll man rausnehmen?